Willkommen zurück am Bollwerk und wir geben unsere Quests ab. Eure Taten werden das Vorrücken des scharlachroten Kreuzzugs in Tieresfall erheblich verlangsamen. Hoffentlich für immer, doch andere Bedrohungen lauern. Kurz bevor ihr am Bollwerk eingetroffen seid, hat sich ein höchst ungewöhnlicher Junge Untote bei mir gemeldet. Ach, das ist doch bestimmt wieder Lillian. Sie schwor dem scharlachroten Kreuzzug ewige Feindschaft, also habe ich sie zur Arbeit gegen unsere Feinde im Norden geschickt. Ihr sagtet, ihr hättet vor kurzem tote Kreuzfahrer gesehen? Das war wahrscheinlich ihr Werk. Ah, okay, das erklärt die brennenden Leichen. Geht und seht nach ihr und findet heraus, ob sie bei ihrem Rachefeldzug gegen den Kreuzzug Hilfe brauchen kann, obwohl es mich nicht überraschen würde, wenn sie schon alle getötet hätte. Wir erfahren also wieder was über Lillian. Ich bin von den Verlassenen. Habt ihr etwas Gift von einer heimtückischen Nachtweberspinne? Es ist die letzte Komponente, die ich brauche, um mein Experiment auszuprobieren. Ja, die Untoten wollen immer Experimente ausprobieren. Ah, dieses Gift wird perfekt, Madenauge. Alles andere ist zu meinem Gebräu hinzugefügt und verkocht worden. Danke, Magier. Die dunkle Fürstin schütze euch. Also das nenne ich Rums. Ich wünschte, alle Tränke wären so. Wir haben Handschuhe mit Ausdauer bekommen. Und wir haben auf jeden Fall schon wieder jede Menge Crap im Inventar, den wir mal mit Ramsch verkaufen entfernen. Und das ist auch, wie gesagt, ein Addon namens Cell Junk, damit ihr euch nicht wundert. So, Holzhacker, eine zweihändige Axt. Kesselhandschuhe brauchen wir nicht mehr. Die Schuhe brauchen wir auch nicht mehr. Den Leinenstoff heben wir auf für erste Hilfe. Fleischiger Fledermausflügel, weiß ich gar nicht, ob man den braucht. Da steht Handwerksmaterial, aber ich frage mich halt, wofür. Gewürzbrot, jede Menge Zeug. Kleines Spinnenbein. Gucken wir mal, aber wir haben nichts da, was wir jetzt irgendwie verkochen könnten. Wie sieht's mit Erste Hilfe aus? Da können wir wieder Leinenverbände herstellen. Kriegen leider nicht mehr für jeden einen Punkt. Und da wird's grün und da würde ich dann auch aufhören. Beziehungsweise müssen wir das eh, weil wir keinen Leinenstoff mehr haben. So. Für die Horde. Wie sieht's jetzt aus? Wir müssen nach da hochlaufen. Ach du Schande. Okay, das wird wieder eine ziemlich weite Reise. Ich verkaufe mal die Heiltränke und die Trollblutelixiere. Das brauchen wir einfach nicht, so traurig das auch ist. Schlummersand. Aha. Und auch das Gewürzbrot brauchen wir leider nicht. Ein bisschen was von den Verbänden verkaufen wir auch. Muschelfleisch und Bärenfleisch. Ja, kommt halt drauf an, was es jetzt noch für Rezepte gibt. Das schauen wir uns nachher mal an. Was haben wir denn hier noch? Okay, nur jemanden, der Bögen und Büchsen verkauft. Und das war's auch schon. Ja, das dauert jetzt ein Weilchen hier, bis wir da ankommen. Ein tödlicher neuer Verbündeter. Uäh. Ja, und das mit der Verzauberkunst ist halt so eine Sache. Wir werden vermutlich nicht sehr viele grüne Gegenstände finden, um unsere Verzauberkunst hochzuskillen. Immerhin sind wir mit Erste Hilfe jetzt schon auf 50. Das ist schon mal schön. Wenigstens ein Beruf, in dem wir vorankommen. Oh, Angeln und Archäologie habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Theoretisch hätten wir das in der Hauptstadt lernen können. Habe ich vergessen. Mist. Schreiben wir uns das mal für Orgrimmar hinter die Ohren. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch mal kurz den Abenteuerführer. Der ist jetzt mit Level 11 dazugekommen und der schlägt einem Aktivitäten vor. Das ist ganz praktisch. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Questgebiete. Der Silberwald. Da könnten wir jetzt anfangen. Wenn wir auf Quest Beginn drücken, kriegen wir die Startquest für den Bereich. Auf Befehl des Kriegshäuptlings heißen die meistens. Und jetzt können wir hier unten weiter drücken und da würde uns zum Beispiel auch das nördliche Brachland angeboten, wo wir ja dann auch hinwollen. Ashara wäre noch ein weiteres Questgebiet, aber ich möchte euch gerne das nördliche Brachland mal zeigen, weil das ist irgendwie einfach ikonisch für die Horde. Außerdem bietet der Abenteuerführer uns
Schlachtfelder an, die Kriegshymnenschlucht zum Beispiel. Da habe ich euch ja schon gesagt, dass sich das jetzt im Moment noch nicht so wirklich lohnt. Und naja, die Geisterlande könnten wir auch machen, wird hier in klein angezeigt. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil es sehr weit weg ist. So, ja, das wird so, das sind so alles immer so Spielinhalte, die hier angeboten werden, die im Prinzip, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht sterbe. Ups. Ja, insofern ist halt, der Frostmagier natürlich ein bisschen praktischer, weil der seinen kleinen Begleiter dabei hat. Für den Anfang. Tödlicher neuer Verbündeter. Ich kann ja mal kurz umskillen und zeig euch das mal. Das hier ist der Frostmagier. Mal gucken, was kann der denn so? Aha, da ist zum Beispiel unser Wasserelementar. Das ist ein Begleiter. Den können wir jetzt auf die Gegner auch draufhetzen, manuell, oder sie laufen halt automatisch dahin, beziehungsweise spotten kann der auch nicht, ne? Insofern ist es auch relativ egal. Ihr seht auch, wir machen nicht wirklich sehr viel weniger Schaden. Oh, ein grüner Gegenstand. Als wir als Feuermagier machen. Nur, es fühlt sich halt ein bisschen anders an zu spielen, kann man auf jeden Fall sagen. Und der lustige Wasserelementar zaubert fleißig mit. Hat auch eine Synergie mit unseren anderen Fähigkeiten. Zum Beispiel Frostblitze des Magiers, die das Ziel treffen, während es mit eisigem Wasser beschossen wird, erzeugen eine Aufladung von eisige Finger. Bringt uns im Moment überhaupt nichts, weil wir eisige Finger noch gar nicht können. Ja, das sind natürlich so Abhängigkeiten, die dann erst später kommen. Bisschen schade drum irgendwie. Ich würde aber sagen, dass uns der Feuermagier auf jeden Fall mehr mit Action versorgt. Jetzt gerade im Moment noch zumindest. Und ich werde im Laufe des LPs sicherlich auch immer mal umskillen und wenn es nicht so wenig Schaden machen würde, der Mist. Ganz viele Gegnerleins. Ja, hier seht ihr halt auch nochmal eine Möglichkeit, den Blink zu benutzen im Kampf, eben um vom Gegner wegzukommen. Weil man ja nun als Magier nicht so viel aushält. Man ist ja, hat ja nur, trägt ja nur Stoff. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, was es mit dem Stoff und dem Leder und den Ketten und der Rüstung, hier der, wie heißt es denn nochmal? Der Plattenrüstung auf sich hat? Ich glaube nicht, ne? So, wir skillen übrigens wieder um, weil ich fand jetzt persönlich Feuer bisher am besten. Arkan haben wir auch noch nicht ausprobiert. Gucken wir uns noch schnell Arkan an, was der so am Anfang kann. Huch, ein bisschen mehr, ne? Arkan-Beschuss, Arkan-Schlag. Na, so viel mehr ist es doch nicht. Sah auf den ersten Blick mehr aus, als es ist. Probieren wir das doch mal aus. Arkanbeschuss ist auf jeden Fall schon mal ein Spontanzauber. Ja, wie ihr seht, sieht alles ein bisschen anders aus, spielt sich aber nicht wirklich anders. Überzieht pro Arkane Aufladung ein zusätzliches Ziel innerhalb von 10 Meter mit 50% Schaden. Aha. Okay. Nee, wir skillen auf jeden Fall wieder auf den Feuermagier um. Weil ich den gerade irgendwie am coolsten finde. Feuer ist einfach cool. So. Und mit Level 12 lernen wir dann ja auch schon Kampfsitze. Hallo Leutnant Sanders, du siehst ein bisschen tot aus. Als ihr die Ruinen des Lagers betrachtet, hört ihr ein Flüstern hinter euch. Ich könnte euch jetzt sofort töten, wenn ich wollte. Passt besser auf euch auf, Untote. Weia, das ist ja richtig gruselig hier. Das Flüstern fährt fort. Mein Name ist Lillian Voss. Bevor ich starb, war ich Mitglied des Scharlachroten Kreuzzugs.
Okay. Mein Vater, Hohepriester Voss, erzog mich, eine Waffe gegen die Verseuchten zu sein. Ich lernte Tarnung, Magie, Kampfkünste. Alles, um mich stärker zu machen. Ich habe ihm meine Kindheit geopfert. Doch dann wollte es das Schicksal, dass ich starb und so zurückkehrte. Mein Vater vergaß mich sofort und als ich zu ihm zurückkehrte, befahl er meine Hinrichtung. Tja, so ist halt der Scharlachrote Kreuzzug. Kommt, wir werden jetzt mit ihm sprechen, in seinem Turm im Nordwesten. Okay, da ist die gute hier. Ich bin ganz Ohr. Und ich finde diesen kleinen Storystrang hier richtig, richtig cool gemacht. Ist halt auch erst mit Kataklysm dazu gekommen. Oh Gott, wir müssen wieder ganz schön weit laufen. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Oh, wir müssen hier diesen Bergkamm umqueren. Die Umarmung einer Tochter. Na, sie wird ihn wohl nicht mit offenen Armen empfangen. So, was ist hier eigentlich? Das ist ein Versammlungsstein. Den zeige ich euch auch mal kurz. Denn wir befinden uns hier ganz nah am Scharlachroten Kloster. Ein sehr großer, ja, wie soll ich sagen, ein sehr großer Instanzbereich, der mehrere Instanzen, also mehrere Dungeons enthält. Man sagt hier in WoW halt gerne mal statt Dungeon Instanz. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, keine Ahnung. Weil es halt in sich abgeschlossene Bereiche sind. So, und die Scharlachroten haben sich in diesem Kloster eingeigelt, haben das sozusagen übernommen. Und da geht es dann eben darum, in diesem Kloster aufzuräumen, in den verschiedenen Räumen, in den verschiedenen Abschnitten des Klosters. Und das hier ist halt ein Versammlungsstein, den kann man benutzen, um andere Gruppenmitglieder hierher zu beschwören. Man braucht dafür zwei Leute, die den Versammlungsstein angrabbeln und dann dadurch ein Portal erzeugen. Und dann kann der andere, der herangeportet wird, diesen Port annehmen und ist dann eben hier. Wird aber heute, wie gesagt, kaum noch benutzt, weil es halt den Dungeon Finder gibt. Wofür es noch benutzt wird, ist zum Beispiel... Oh, die machen ganz schön Schaden. Also hier dürfen wir nicht hin. Ich bin gerade das erste Mal gestorben, weil ich vergessen habe, dass die Gegner hier ein sehr hohes Level haben. So sieht das dann nämlich aus. Yay, der erste Tod. Oh Mann. Ein ikonischer Moment und ich dachte schon, wir schaffen es noch ein bisschen länger, ohne zu sterben. Aber das war gerade ein bisschen breitköpfig von mir. Wir bleiben hier mal weg. Jetzt ist Lillian natürlich nicht mehr da. Ist das wohl schlimm? Ich hoffe nicht. Wir müssen auf jeden Fall dorthin. Und ich hoffe, dass die Quest trotzdem noch funktioniert, auch wenn sie uns nicht mehr folgt. Weil ich wüsste jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wo ich sie wieder aufgabeln soll. Kräuter! Und wie ich schon angekündigt habe, die Folgen werden wieder ein bisschen kürzer. Dafür werden häufiger Folgen kommen, damit ich eben genug Zeit habe. Das heißt, genug Zeit habe, damit ich ein paar Folgen aufnehmen kann, wenn ich dann mal Zeit habe. Was leider im Moment nicht sehr häufig der Fall ist. Ach, hier sind wir. Und da ist die gute Voss ja auch schon wieder. Sie ist in den Schatten verschwunden. Ja, wir können uns hier jetzt natürlich nicht so gut anschleichen. Das heißt, wir müssen die töten. Das war früher hier übrigens eine sehr harte Gegend. Wahrscheinlich hat man deswegen jetzt Lillian als Kollegin dabei. Die hilft einem gegen die fiesen, fiesen Gegner. Ups. Ihr seht halt, wir haben hier eine ziemlich hohe Gegnerdichte. Das ist nicht unbedingt zu spaßen, gerade als... Zum Spaßen, gerade als Typ, der nur Stoff trägt. Tut das hier ganz schön weh. Und ich darf nicht vergessen, dass ich Feuerschlag jetzt beim Casten benutzen kann. Das ist so ungewohnt. Das war vorher nicht so. Vor dem Patch. So. Aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, mir jetzt mal so ein bisschen den Magier anzusehen. Einfach mal
eine komplett andere Klasse zu spielen, als ich das sonst so tue. Und wir haben einen Level-Up. Ach. Ich wurde übrigens gerade unterbrochen. So sieht das dann aus. Stufe 12 schon. Dieses Unterbrechen kann man bei Gegnern auch machen. Sozusagen ihr Zauberwirken unterbrechen. Ist natürlich als Caster sehr ärgerlich, wenn die NPC-Gegner das machen. Warst du das gerade, Lillian? Und ja, wir haben unseren ersten Pyroschlag, Brock. Hui! Habt ihr das gesehen? Wir haben wohl anscheinend zwei Crits hintereinander gemacht und deswegen hat der Pyroschlag jetzt eine Spontanaufladung bekommen. Yay! Langsam wird's lustig. Und da ist der nächste Pyroschlag. Hui! Lillian setzt sich auf den Kopf der Leute. Okay. So, wir kämpfen uns gerade noch hier durch und dann... Ups, geht's auch schon los. Was jetzt? Mit der Quest. Das war jetzt zum Beispiel die falsche Reihenfolge. Ich muss mir das noch angewöhnen, die richtige Reihenfolge zu casten. Was verlangt ihr von Aufwärmen. Tod? Ihr habt einen kritischen Zaubertreffer erzielt. Ein zweiter kritischer Zaubertreffer in Folge macht euer nächstes Wirken von Pyroschlag oder Flammenstoß zu einem spontanen Zauber. Ja, und im Prinzip geht es jetzt halt darum... Was benötigt ihr? Was zur Hölle ist hier los? Ups. Geht es jetzt halt darum, diese Aufladungen zu kriegen. Und im besten Fall spart man sich die beiden Feuerschläge dann auf. Also ich sollte dann nicht immer nur einen immer casten, wenn eine Aufladung ready ist. Sondern sollte im besten Fall mir beide aufsparen, sodass ich dann auf jeden Fall... Weil das crittet ja immer. Genau. Verstehe! So, ich zeig's euch. So nämlich. So, Lillian nimmt sich den und dann können wir schon direkt den nächsten... ausschalten. Ich freue mich übrigens, wenn wir dann auch mal einen Zauber-Interrupt haben. Entschuldigung, musste mich gerade kratzen, deswegen stand ich hier so doof rum. Gesellenhose. Jetzt müssen wir uns hier weiter vorkämpfen. Das sind aber auch viele, meine Güte. Und ein Crit. Wir kommen ja gar nicht richtig zum Casten hier. Wer ist Carsten? Pyroschlag. Na, seht ihr mal. Das sieht doch gut aus. Nur ganz schön viele. Warum werden die denn eigentlich so rangezogen? Das muss Lillian sein, die das macht. Wenn sie meint, damit klarzukommen. Ey. Feuerschaden gesperrt. Sowas macht man nicht. Ich kann doch nur Feuerschaden. Oh oh. Jetzt gerade haben wir keine Möglichkeit, uns zu verteidigen. Nicht gut. Jetzt können wir uns wieder wegblinzeln. Wie gesagt, das ist nicht perfekt, wie ich hier spiele. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich muss mich erst an die Klasse ein bisschen wieder gewöhnen. An die Klasse wieder gewöhnen, an die Klasse gewöhnen und an die Art und Weise, wie man spielt. Ich bin von den Verlassenen. So, und der Pyroschlag. Sehr gut. Und da sind wir gleich auch schon da. Ich sehe die Gegner fertig macht. Die gute Lillian. Vater! Lillian, du, es ist schön, dich zu sehen. Halt den Mund! Du hast mich zum Mörder erzogen. Wie mache ich mich, Vati?
Aber Moment, ich erinnere mich. Du hast mich gelehrt, nur die Untoten zu vernichten. Möchtest du also, dass ich mich selbst töte, Fatih? Lillian, ich... Allerdings, warum sollte ich mich umbringen, wenn ich dich töten kann? Tja. Das war's mit ihrem Vater. Rachsüchtiges Ding. Gibt es ein Problem? Jetzt läuft sie einfach weg, obwohl wir ihr geholfen haben. Komm mir da hin, da ist eine Blume. Erdwurzel. Ja, das war der nächste Handlungsstrang von Lillians Geschichte und jetzt geht es zurück zum Bollwerk, aber das mache ich offscreen. Wir sehen uns wieder dort am Bollwerk in der nächsten Folge. Ciao!